Ich möchte Sie hier vor dem Dünnerhaus in Heiden herzlich willkommen heißen. Zum 100. Todesjahr hat das Dünnermuseum Heiden ein Duplikat der Friedensglocke von der Medizinischen Fakultät von Nagasaki erhalten. Die Friedensglocke ist eine Kopie der Angelusglocke der Urakami-Kirche in Nagasaki. Sie wurde nach dem atomaren Angriff vom 1945 praktisch unversehrt in den Trümmern dieser Kathedrale gefunden und wird seither als Friedensglocke verehrt. Heide ist ja ein Ort, wo Henri Dunant gelebt hat, fast 20 Jahre lang. Es ist sehr eine bedeutende Ort für das Komitee vom Internationalen Roten Kreuz. Appenzell Ausserrhoden hat auch sehr eine lange humanitäre Tradition. Und das ist eine gute Fortsetzung von dieser Tradition. Wir waren in Österreich, Russland, Norwegen, Irland, Indien, Amerika, Schweiz und Deutschland natürlich auch. Liebe Preisträger und Preisträgerinnen und Laudatoren, lieber Herr Franz Moll und Klaus Biegert, ich freue mich, Sie im Namen des Organisationskomitees wie auch der Gemeinde Heiden zur Preisverleihung begrüßen zu dürfen. Der Nuclear Free Future Award ist eigentlich eine ganz kleine Initiative, aber wir sind weltweit vernetzt. Und unser Ziel ist es, das Scheinwerferlicht auf Menschen zu werfen, denen wir zu Dank verpflichtet sind. Menschen, die oft Beruf und auch Leben riskieren, weil sie nicht anders können. Man schreibt es ihnen vor, sie können nicht anders. Sie haben die Vision einer atomfreien Welt, einer Welt ohne Atomwaffen und Atomstrom. Und wir haben es als unsere Aufgabe angesehen, diese Menschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das können wir natürlich nicht ohne Geld, und der Preis ist sozusagen ein Preis von unten, denn diese 3x10.000 Dollar, die wir als in den Kategorien Widerstand, Aufklärung und Lösung vergeben, die sind jedes Jahr aus Spenden rekruiert. Den Nuclear Free Future Award 2012 in der Kategorie Widerstand erhält heute eine Frau, die sich mutig gegen die wirtschaftlichen Interessen der Atomwirtschaft stellt und für die Menschen in ihrer Region, in ihrem Land kämpft. Gabriela Tsukamoto ist Bürgermeisterin der malerischen mittelalterlichen kleinen Stadt Nisa im Nordosten Portugals. Objekt der Begehrlichkeiten sind die großen Uranerzvorkommen in ihrem Land.
Bei einem Weltmarktpreis von geschätzten 43 Millionen Euro werden Begehrlichkeiten des Weltmarktes, aber auch der portugiesischen Regierung geweckt. Gabriela Tsukamoto und ihre Mitstreiter, die wissen das. Mit bewundernswerter Energie und dem Mut einer starken Frau an ihrer Spitze stellen sie sich den Plänen für den Uranabbau entgegen. Ihre Entschlossenheit ist es zu verdanken, dass der Protest der Bürger um Nisa auf ganz Portugal übergegriffen hat und die Menschen überall wachrüttelt. Gabriela Tsukamoto and Mun receive the Resistance Award for mobilizing public sentiment to shield beautiful Portugal from the deadly resurgence of uranium mining. Das verheerende Ereignis in Fukushima im letzten Jahr hat ihren Namen wieder nach vorn gebracht. Und sie ist Mitglied von IPPNW, den Ärzten gegen den Atomkrieg. Und ihre Freundin, langjährige Freundin und Kollegin von IPPNW, Angelika Klaassen, wird uns einen Einblick in die Arbeit der Ärztin Katsumi Furitsu geben. Dear Katsumi, over the years of common work, you have become a very, very dear friend of me. You are in my heart. I remember very well, 18 months ago, you answered our invitation and came to Berlin to our Congress about the results of Chernobyl. You stood on the stage, Fukushima catastrophe just had happened, desperately searching for words to describe this immeasurable suffering. I shall never forget this. Your heart and your sympathy and your scientific intelligence are with the radiation victims, the Hibakusha, in Japan and in all the world. Katsumi Furitsu erhält den Preis in der Kategorie Aufklärung. And it says here, for her clear-sighted medical engagement, helping Japan and the world recover from the infirmities soon by nuclear technology. We have to make the Fukushima the last nuclear disaster in the world. So we have to realize the nuclear free world together with you. And that means that the end of this award, I think. So, thank you very much for having me. On peut enfin remettre en question le nucléaire sans passer pour un taliban, sans passer pour un terroriste, en quelque sorte. C'est un grand avancement. Célébrons ce changement, célébrons ce progrès en France, grâce à des personnes comme lui. Célébrons-le par la remise du prix Nuclear Free Future Award 2012 à Yves Marignac. Yves Marignac erhält den Preis für Lösungen for applying his rigorous expertise to plot a sustainable energy plan so that France can stand out as a beacon to a world longing to become nuclear free.
und ein dummes Wort der Atomindustrie und er hat es notiert. Und also er ist wirklich ein Detektiv, vor dem die Atomindustrie sich in Acht nehmen muss. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Das schrieb Bertolt Brecht 1938-39 im Exil in Dänemark in seinem Schauspiel Leben des Galilei. Die Zeitungen hatten damals gerade die Nachricht von der Spaltung des Uranatoms durch den Physiker Otto Hahn und seine Mitarbeiter gebracht. Und dem Physiker ebenfalls und DDR-Bürgerrechtler Sebastian Flugbeil, der heute mit dem Nuclear Free Future Award geehrt wird, sprechen Brechts Worte aus der Seele. Unermüdlich geht er gegen Unwissenheit vor und stellt Lügner kompromisslos als solche bloß. Er ist ein Atomdetektiv, seit Jahrzehnten eine Quelle für zuverlässige Daten, deckt er immer wieder gefälschte Daten und Statistiken auf, haben die Juroren des Nuclear Free Future Awards festgestellt. Sebastian Flugbeil for standing up on behalf of the nuclear truth against the backdrop of two Germanys, a brilliant detective, always, never fooled, never co-opted, never silenced. Wir kommen zum letzten Preis. Er trägt den Titel Special Recognition, besondere Anerkennung. In diesem Fall geht es um das Feld der Medien. Dieser Preis für besondere Anerkennung geht an einen Namen, dem man in der Schweiz schon lange vertraut, und das ist Susanne Boos. Schauen wir 140 Jahre zurück und betrachten wir das, wo Sie hier am sogenannten Bourbaki-Panoramabild sehen. Es zeigt 80.000 Soldaten der Bourbaki-Armee, die am Ende des deutsch-französischen Krieges von der Schweiz aufgenommen wurden. Ungefähr ein Jahrzehnt, nachdem das Rote Kreuz von Henri Dunant gegründet wurde. Und es war sozusagen eine erste Nagelprobe für das Rote Kreuz, für Leben retten, Gesundheit und Menschenwürde. Ähnliche Prinzipien, die Sie mit Ihrer Organisation hochhalten und verbessern wollen. Man steht drinnen, schaut sich das an und man ist mittendrinnen. Man sieht sich um und kann nicht entkommen. Und genau das schafft auch Susanne Boos mit ihren Bildern vom ganzen nuklearen Komplex. Und sie schafft es, präzise, reale Bilder zu beschreiben, in Buchform, in ihren Zeitungsartikeln, die sie schreibt, in den Kommentaren. In diesem Sinn möchte ich Susanne Boos herzlich danken für ihre genaue, realistische und sehr berührende Darstellung des Alltags im nuklearen Komplex, und ich würde mich auch freuen, wenn sie mit der gleichen Schärfe, mit der gleichen Genauigkeit auch hilft, um diese Energiewende und die Chancen, die wir da haben, aufzuzeigen. Gratuliere. Susanne Boos for her discerning journalistic engagement making indelibly clear the political, social and ecological dynamics ticking behind the Swiss nuclear mindset. Du hast ein ganz großes Dankeschön für diesen Preis. Es hat mich sehr überrascht, dass ich ihn bekommen habe, dass ich ihn bekomme, und es hat mich auch sehr gefreut, dass die Veranstaltung heute Abend hier in Heiden ist, in diesem wunderbaren Ort, sehr idyllisch, weit weg von Uranminen und Atomanlagen, und dass da Leute zusammenkommen und gemeinsam über eine atomfreie Welt nachdenken. Mein neuestes Buch trägt den Titel Fukushima lässt grüßen. So schrecklich wie die ganze Geschichte ist, vieles, was es ausgelöst hat, konnte man vorher schon wissen,
Aber man hat jetzt erst zugegeben, dass all diese Notfallschutzkonzepte überhaupt nichts taugen und eigentlich innerhalb weniger Tage zur Makulatur werden. Und das ist der erste Schritt, dass die Leute sich dann eben auch wirklich damit beschäftigen müssen, was es bedeutet, wenn ein Atomunfall nicht irgendwo weit weg passiert, sondern vor unserer Haustüre passieren würde. Bei der Kernenergie gibt es nur zwei Gruppen von Leuten: Kernenergiegegner und Leute, die noch zu wenig nachgedacht haben. Dieses Zitat stammt von Dennis Meadows. Und es war ein Zitat, das mir wirklich sehr, sehr gefällt. Aber ich denke, es geht nicht nur ums Nachdenken, man weiß eigentlich inzwischen genug. Ich denke, es geht auch um die Vorstellungskraft. Man muss sich vorstellen können, was ein Super-GAU in unmittelbarer Nähe macht, mit den Menschen, mit den Leuten. Wie es ist, wenn man alles zurücklassen muss, wenn man nicht mehr nach Hause gehen darf, wenn die Kühe im Stall verhungern, weil keiner mehr da ist, der sie füttert, und wenn die Kinder nicht mehr raus dürfen, nicht mehr im Sandkasten spielen dürfen. Es geht nur mit einer atomfreien Zukunft. In diesem Sinne möchte ich mich nochmals ganz herzlich für diesen Preis bedanken. Die Preisträger mit ihren Laudatoren möchten bitte auf die Bühne kommen für ein Gruppenbild. Ja.